gefährlich, Kyra. Wir müssen weg hier. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Er kann unsere Ohren sehen. Was ist denn jetzt los? Der Lotus zerstört nicht einfach nur unsere Zauberkräfte. Er benutzt sie. Der Lotus muss einen Schwachpunkt haben. Irgendwie kann man ihn stoppen. Ich denke, Magnus hatte Vanex Pläne des Proponen Lotus. Wir müssen sie nur bekommen. Hier wurde das Foto aufgenommen. Was machen Sie hier? Was erlauben Sie sich? Ich bin ein Dreiling, genau wie alle anderen hier. Ich gehöre hierher. Kyra, was tust du denn? Die Fotografie, sie verändert sich. Irgendwas ist schiefgegangen. Kyra hat uns betrogen. Kyra würde uns niemals betrügen. Ich kann es ja auch nicht glauben. Aber warum ist sie plötzlich auf einem Foto mit Magnus? Vielleicht hatte sie keine andere Wahl. Kyra weiß erst seit kurzem, dass sie ein geborener Dreiling ist. Vielleicht hat sie sich für deren Seite entschieden. Nein, Kyra ist in Schwierigkeiten und wir müssen ihr helfen. Professor? Entschuldige, Lily. Aber Epinia will, dass ich etwas finde, was den Lotus aufhält. Schaffen wir das nicht? Ist unsere Magie für immer verloren. Aber wie können wir ihn aufhalten? Leiter? Es ist schon überraschend, dich hier zu sehen, Kyra. Nachdem du meine Tagebücher gestohlen hattest, dachte ich eigentlich, du seist meine Feindin. Was sie damals über die Dreilinge erzählten. Als ich nach Hause kam, musste ich immer daran denken. Es klang einfach alles so unfair. Das Blut des Dreilings in deinen Adern ruft nach Gerechtigkeit. Allerdings fällt es mir schwer zu glauben, dass du heute hier rein zufällig auftauchst. Ich sagte doch, ich studiere sie. Ich wusste, es würde Widerstände unter den Dreilingen gegen die Suche nach den Schlüsseln geben. Also kam ich, um zu helfen. Kyra, was tust du denn da? Sei ruhig, Elfe! Ich bin dankbar für deine Hilfe. Obwohl ich hätte wissen müssen, dass ich ohne den Orb die Schlüssel nicht finden würde. Woher wusstest du das? In meiner Zeit gibt es eine riesige Bibliothek mit umfassenden magischen Informationen. Jetzt, da ich weiß, was gebraucht wird, dürfte es kein Problem sein, die nötigen Gelder zu beschaffen. Ja, Leiter, mir gefällt die Idee auch nicht, ihn zu benutzen, aber haben wir denn eine andere Wahl? Feen- und Elfenmagie sind machtlos gegen diesen Lotus. Es wird etwas Stärkeres nötig sein. Wenn du eine andere Idee hast, ich freue mich, sie zu hören. Bis heute gibt es nichts, das der zerstörerischen Kraft einer Schattenwolke widerstehen könnte. Sind das Vanex Pläne des purpurnen Lotus? Ja. Und sie haben mich eine Menge Geld gekostet. Bemerkenswert, dass solche Vorrichtungen schon vor Jahrhunderten gebaut werden konnten. Die Bewohner der Dreilingstadt Udon waren sehr wissbegierig. Und Vanek war ein Meister der Magie. Dank deiner Hilfe wird sein Traum nun endlich in Erfüllung gehen. Hätten Sie es anders angefangen, wären wir gar nicht in dieser Lage. Ich tat, was nötig war, um meinen Job zu erledigen. Jetzt tun Sie Ihren und geben mir das Hast Ding. Hast du eine Ahnung, welchen Schaden eine Schattenwolke anrichtet? Genau dafür brauchen wir sie doch. Gibt es denn keine andere Option? Jede Sekunde, die verstreicht, bringt uns dem Komplettverlust unserer Magie näher. Also bitte, geben Sie sich einen Ruck. Thank you.
Ich schätze, wir haben unsere Gäste lang genug warten lassen. Wollen wir dann? Guten Abend. Hat jemand Hunger? Im Moment nicht. Oh, ich nehme etwas. Die sehen ja lecker aus. Nehmen Sie sie besser weg. Ich kann mich sonst nicht zurückhalten. Einen Moment bitte. Na, was haben wir denn da? Du hast recht. Die sind köstlich. Weißt du, Kyra, als du heute Abend hier aufgetaucht bist, dachte ich, was für ein tapferes und intelligentes Mädchen du doch bist. Genauso einen Dreiling brauchen wir für die neue Weltordnung. Danke sehr. Zu schade, dass ich falsch lag. In deiner Zeit ist der Lotus aktiv geworden. Hab ich nicht recht? Und du bist hergereist, um Vanex' Pläne zu stoppen, oder? Das dürfte aber nicht klar. Der Lotus wird alle Feen und Elfen zerstören. Genauso habt ihr uns zerstört. Ihr habt unsere Stadt vernichtet. Jahrhunderte alte Dreilingkultur ausgelöscht in einem Moment. Es ist Zeit für die Vergeltung. Peter, lauf. Haltet ihn auf. Entschuldigung bitte. Ich muss durch. Festhalten. Bleib sofort stehen, Junge. Ich trottel. Besser auf, hier kommst du nicht raus. Wenn wir unsere Magie verlieren, können wir nicht mehr fliegen. Wir wären überhaupt keine Feen mehr. Peter? Was ist passiert? Wo ist Kyra? Entschuldigen Sie, aber er konnte entkommen. Lass die hier nicht auch noch entwischen. Setz dich! Freunde, wir haben heute Grund zum Feiern. Das Mädchen brachte Informationen, die uns zum Durchbruch verhelfen werden. Sehr gut. Wir wissen nun, wie wir die Schlüssel also, was ist der Plan? Es bleibt uns nur noch, sie zu finden. Plan? Au, lassen Sie mich los, Sie tun mir weh. Ich habe diesen Menschen entdeckt, der sich als Kellner ausgibt. Wie konnte diese Ratte hier hereingelangen? Das ist ja widerlich. Ich werde mit dem Rat unsere Sicherheitsvorkehrungen erörtern. Durchsuchen Sie den Ballsaal. Vielleicht sind da weitere Spione. Wir können nicht riskieren, dass unsere Pläne an die Öffentlichkeit gelangen. Worauf warten Sie denn noch? Gehen Sie schon! Wird es nur noch die Magie der Dreilinge geben? Und wir werden Rache nehmen für die vergangenen Demütigungen. Jahrhunderte der Unterdrückung werden getilgt. Wir erschaffen eine neue Weltordnung. Aber um all das zu erreichen,
müssen wir den Ort von Lemuria finden. Magnus versicherte uns, dieses Treffen sei geheim. Hier scheint es eine Sicherheitslücke zu geben. Können Sie mir etwas dazu sagen? Wer sind Sie eigentlich? Ich habe mich wohl verhört. Es gibt nicht so viele Dreilinge hier und Sie habe ich noch nie gesehen. Wie heißen Sie? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Ich werde nicht ruhen, bevor ich den Orb von Lemuria in meinen Händen halte. Liebe Freunde, ich habe mein Leben der Suche nach dem Tempel des purpurnen Lotus gewidmet. Die Kosten sind nicht unerheblich, aber mit dem heutigen Tage rückt Vanex Traum näher. Aber gut gemacht, Lilly. Den hast du erledigt. Das war ich? Nichts wie raus hier. Mit eurer Unterstützung wartet auf uns das Zeitalter der Dreilinge. Leistet ihr mir Gefolgschaft? Ja! Bravo! Sehr gut! Dankeschön! Sean und Opinia studieren sie gerade und entscheiden, was zu tun ist. Sie sollten schnell entscheiden. Die Leute reden schon überall über Magie. Taylor, wenn das Geheimnis gelüftet ist, sind wir nie wieder sicher. Dann sind wir Freaks. Das wird sich alles regeln. Vertrau mir. Die Pläne sagen nichts darüber aus, wie man den Lotus aufhalten könnte. Das DMI konnte auch nichts finden. Tut mir leid. Nein, das kann nicht sein. Uns läuft die Zeit davon. Und der Lotus wird immer stärker. Auch wenn wir über keine Magie verfügen, müssen wir doch etwas tun können. Was denn zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung. Professor? Professor? Wenn selbst die Schattenwolke nichts ausrichten konnte, weiß ich auch keinen Rat mehr. Also wollt ihr einfach aufgeben? Wir dürfen unsere Magie nicht verlieren. Wir müssen den Lotus von innen aufhalten. In den Plänen gibt es keinen Zugang. Es gibt aber einen. Für einen Dreiling. Vanek war es möglich, in den Lotus zu gelangen. Und das kann ich auch. Kyra, es herrschen magische Kräfte ungeahnten Ausmaßes im Inneren des Lotus. Kommst du mit denen in Berührung, könnte das furchtbare Konsequenzen haben. Das Risiko gehe ich ein. Kyra, das kannst du nicht tun. Professor, jetzt verstehe ich endlich, warum ich hier bin. Ich war nie das Mädchen, das da aus Zufall reingerutscht ist. Ich bin ein Dreiling. Und ich war immer ein Dreiling. Und genau jetzt kann ein Dreiling uns retten. Und wie willst du an der Kobra vorbeikommen? Das wird mir allein wohl nicht gelingen. Kyra. Entschuldigen Sie, Professor. Hier ist der Club zuständig. Sind alle bereit? Also hier ist unsere Magie hingewandert. Weiß jeder, was er zu tun hat? Wir sehen uns danach wieder. Okay, es geht los. Thank you.
Meine Magie ist weg. Meine auch. Versucht. Geschichte, genau wie der Lotus. Der Club hat's gerockt. Da sind wir ausnahmsweise mal derselben Meinung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich euch dazu gratulieren, dass ihr unsere magische Welt bewahrt habt? Oder soll ich euch für diese lebensgefährliche Aktion bestrafen? Wie wär's denn mit ersterem, Dad? In erster Linie hat Kyra ihr Leben riskiert. Vielleicht sind Dreilinge am Ende doch gar nicht so übel, oder, Opinion? Ich muss mich entschuldigen, Kyra. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Eines aber ist ganz sicher. Der Club hat sich vor aller Augen ausgezeichnet. Und zwar weit mehr, als man erwarten konnte. Heißt das, wir bekommen eine Medaille? Nun, da ließe sich sicher etwas arrangieren. Vergessen wir nicht etwas Entscheidendes? Die ganze Welt wurde Zeuge unserer Magie. Man wird das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Kyra hat recht. Na und was sollen wir jetzt tun? Es gibt ja keinen Löschzauber für die ganze Welt. Oder doch? Es gibt etwas, das sie tun können. Und von diesem Tag an änderte sich alles. Das war anfangs nicht leicht, aber Veränderungen sind immer schwierig. Nach Jahrhunderten eines Schattendaseins lebten nun magische mit nicht-magischen Wesen in Eintracht zusammen, wie sie es vor Jahrhunderten schon einmal taten. Lily konnte Ben endlich zeigen, wer sie wirklich war. Imogen wollte nicht mehr zum DME, sondern entschied sich, die Kunsthochschule zu besuchen. Peter und Roxy drehten eine Dokumentation über die magische Welt und wurden damit ziemlich berühmt. Für die Abwehr der Lotuskräfte erhielt auch Dara endlich die längst überfällige Anerkennung seines Vaters. Und ich konnte Mathilda endlich alles erklären. Es gab keinen Grund mehr für Geheimnisse. Meine Mutter hat mir so viel über Japan erzählt. Ich muss einfach dahin. Und was mache ich, wenn du weg bist? Da wird dir schon was einfallen. Du wirst viel telefonieren, denn ich habe ja jetzt so ein Ding hier. Warum habe ich dir das wohl geschenkt? Anrufe aus Bangkok sind aber ziemlich teuer. Bangkok? Penya war beeindruckt von meinem Interesse am Lotus. Sie gibt mir einen Job in ihrer Abteilung. Oh. Ihr seid zu früh, wir haben erst morgen wieder Unterricht. Ich wollte sagen, dass ich eine Weile nicht da sein werde, Professor.
Aber wir haben doch alles wieder unter Kontrolle. Es gibt etwas, das ich tun muss. Ich wollte, dass Sie wissen, dass... ich hätte nichts von all dem geschafft ohne Sie. Ich werde immer hier sein. Und Leiter auch. Wir sterben doch wohl nicht. Macht es einen Unterschied, wenn ich sagen würde, ja? Wie werde ich das vermissen? Was genau? Die purpurnen Tentakel? Die fiese Kobra? Den randalierenden Taucheranzug? Ich werde euch alle vermissen. Ihr habt mir so viel gegeben. Komm gesund wieder. Du weinst doch nicht. Ist nur Heuschnupfen. Es war schon eine ganz schön lange Reise, aber am Ende habe ich erfahren, wer ich wirklich bin. Mit der Zerstörung des Lotus bekam ich meine Orbmagie zurück. Wenn mein leiblicher Vater noch lebt, werde ich sie nutzen, um ihn zu finden. Meine Reise ist also noch nicht zu Ende. Aber hey, ist das Leben nicht immer eine magische Reise?